Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich wollte euch mal die Torjägerliste zeigen. Da sehen wir, Karlsruher SC, der Dude, auf Platz 2 mit 12 Toren. Idrissou direkt dahinter und vor uns nur Sukuta Pasu von VfL Bochum. Das heißt also, so ein bisschen, obwohl, ich kann euch noch was zeigen hier. Scheiße, wie habe ich das eben gerade hier gemacht? Das hier. Ich könnte ja nochmal gucken, dass wir jetzt das vielleicht auch noch mit angreifen, dass wir hier, ja, Torschützenkönig oder sowas noch werden, keine Ahnung. Blau gegen Rot, Profi. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad reicht mir schon, weil ich echt überhaupt nicht klarkomme. So ein bisschen, also ich finde das schon ein bisschen schwierig, wenn man einen einzelnen Spieler spielt. Und da finde ich Profi schon schwer genug. Könntest du ihn auf Legende machen? Ja. Ich will die ganze Zeit schon wieder wechseln, aber es geht ja nicht. Oh, komm, sie. Oh. Oh, schade, Pomade. Extra reingelegt, weil, naja, ich da nicht so in der Superposition war und der Angreifer da von uns, ich habe es nicht mehr ganz genau gesehen, wer es war, der hatte natürlich eine Spitzenposition zum Abfeuern, hat er auch gut gemacht. Der Schuss war natürlich ein bisschen unpräzise, aber das kann natürlich passieren, wenn man aus vollem Lauf ankommt. Etwas unpräzise. Bertels. Oh ja, Alibas, komm. So, wir müssen irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Ich probiere es einfach die ganze Zeit mit hier, geh da ran, mit R1. Ich glaube, das ist das irgendwie, keine Ahnung. Leute, jetzt geht doch da ran. Oh. Ja, okay, hast du. Torres, Achtung, du bist komplett umzingelt von 50 Leuten. Oh je. Okay, das Spiel müssen wir hier nochmal strategisch überdenken. Also der Pass war von mir nicht ganz so schlau. Der hatte da überhaupt gar keine Chance. Der wurde umzingelt von 8000 Leuten. Das ist wie bei den Superkickers mit Tsubasa. Der wurde auch von 50 Leuten umzingelt. Da war das ganze Team halt frei. Aber, oh, gut. Jabo. Oh. Juhu. Ich dachte, das Ding geht da rein. Dann trifft er den Pfosten. Meine Güte, mein lieber Herr Gesangsverein, mein lieber Scholido. Ja, ich dachte, er kriegt ihn und passt ihn mir dann zu. Oh, scheiße. Mann, wir kämpfen da, echt schönes Spiel bisher. 16 Minuten gespielt, wir haben da richtig Spaß. Also ich habe zumindest meinen Spaß. Man muss das auch alles positiv sehen, das ist halt... verlieren macht auch Spaß, kann auch echt Spaß machen. Es kommt aber auf das Spiel drauf an. Hier macht Verlieren eigentlich keinen Spaß. Bei zum Beispiel Dwarf Fortress, da macht Verlieren richtig Spaß. Wenn plötzlich deine ganze Festung da überschwemmt wird, weil du einfach zu doof warst oder so. Also es kann einfach echt witzig sein. Losing is fun. Oh yeah. Jawohl, komm. Okay. Jo. Ja. Super Alibas! Das war ein schöner Spielzug. Kompliziert und die Verteidigung hat dann nur hinterher geguckt. Was? Wo? Bom. Ich habe das Gefühl, es sind mehr Rote auf dem Platz als Blaue. Also so rein gefühlt. In der Verteidigung, da stehen ja alle hinten drin. Das komplette Team steht da hinten drin. Das ist echt krass. Brück, ne? Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Okay, YOLO.
Bitte? Kumpel. Ist echt so komisch, ne? Es geht echt Spiele, also eigentlich, normalerweise macht es eigentlich Verlieren nicht so wirklich Spaß, ne? Aber es gibt echt Spiele, da ist das einfach so, dass das mal Spaß machen kann. Und da gibt es Spiele, da macht es überhaupt keinen Spaß. Da denkt man so, what the fuck, ich habe keinen Bock, zu verlieren. Ganz komisch, also. Aber es kann ja auch an der Person immer liegen, ne? Also an mir zum Beispiel, vielleicht bin ich einfach ein schlechter Verlierer oder sowas, keine Ahnung. Ich hab einfach sehr viel Ehrgeiz bei Sachen, die man halt so gut kann oder halt auch nicht gut kann. Und dann ist es halt erst recht schlimm, wenn man das, wenn man glaubt, es eigentlich gut zu können, aber dann eigentlich doch nicht so gut kann. Wie halt zum Beispiel FIFA. Das ist ja echt ein ganz großes Ding. Man glaubt es gut zu können, aber man kann es in Wirklichkeit eigentlich nicht. So. Sehr schön gespielt. Vielleicht nochmal nach hinten ablegen. Ich dreh durch. wie oft hat der Pfosten den denn heute schon das Leben gerettet? Oh, YOLO. YOLO. Was wollte ich erzählen? Irgendwann war ich gerade noch dabei. Irgendwas Lustiges zu erzählen, aber vielleicht auch nicht lustig. Ach ja, ich hab's ja nicht drauf, aber ich glaub jetzt ja. Also das ist ja immer das große Phänomen. Das ist ja bei allen. Möchte gern FIFA Let's Playern. So wie mir. Oh, fuck. Und da fällt mir was Lustiges ein, als ich gerade ein, wie nennt sich das? Ein Fluchwort. Ein Schimpfwort genannt habe. Habe ich gestern eine Folge von Vsauce gesehen oder ein neues Video von Vsauce? Oh Mann! Und da geht es darum, warum schlimme Wörter schlimm sind oder ja, böse Wörter. Warum sind böse Wörter eigentlich schlimm oder böse? Das hängt natürlich immer ab von der Zeit, wann ist welches Wort eben schlimm und so weiter. Und da waren halt ganz viele krasse Sachen so erzählt worden. Jetzt spiel doch endlich ab, du Schwein! Ja, und da habt ihr es gemerkt. Es gibt verschiedene, richtig krass verschiedene. Oh! Verschiedene Sachen. Also als schwer. Swear Words, so ne, heißt es ja auf Englisch, deswegen will ich mehr Schwerwort sagen. Zum Beispiel gibt es eben, dass man Sachen sagt, die einen sozusagen abstoßen. Scheiße! Ne? Oder die andere sozusagen anekeln oder halt vor den Kopf stoßen, so, ne? Du Schwein. Das ist ein altes Schimpfwort sozusagen, was dann von früher sozusagen stammt, als man damit halt überhaupt nichts Gutes sozusagen mit in Verbindung gebracht hat, wahrscheinlich. So in etwa kann man sich das vielleicht vorstellen. Also, wer wollte schon ein Schwein sein? Eigentlich keiner, ne? Das will ja auch heute immer noch keiner sein. Und darum ist es halt das Witzige an der ganzen Sache, dass Flüche in einem bestimmten Bereich des Gehirns sozusagen verankert sind, die mit Emotionen zu tun haben. Das heißt, wenn man stark unter Emotionen steht, also so wie hier bei FIFA, man spielt und spielt und man wird immer schlechter und fängt dann jemand so eine verdammte Scheiße, ja, dann ist sozusagen unser normales Sprechen oder mein normales Sprechen ausgeblendet, weil eigentlich mein Emotionssystem jetzt gerade redet. Aber das Gute daran ist eben noch, dass in mein Emotionssystem, wie auch immer, also das muss jetzt hier nicht wirklich wissenschaftlich nicht korrekt sein, eben aber immer noch diese ja, Fluchwörter eben drinne sind. Und dadurch kommt es, dass man sich, wenn man unter starken Emotionen steht, nicht mehr gut artikulieren kann. Eben halt nur noch diese Schimpfwörter. Die sind halt eben da mit drinne noch. In diesem Bereich. Und das ist halt dann das Witzige, worum man beim
Ausrasten sozusagen immer noch fluchen kann oder besonders fluchen kann, aber nichts anderes mehr. Dann bist du völlig behindert im Kopf, aber du hast nur noch Flüche sozusagen zu sagen. Sozusagen zu sagen. Und wenn man einfach doof ist, dann hat man auch nur sozusagen was zu sagen. Oh, fuck. Ja, da merkt ihr es. Also, es muss auch nicht mehr immer sowas sein wie ein... Oh, scheiße, wie leer war ich denn gerade? Ein Ausdruck der Wut oder sowas sein oder Traurigkeit oder was auch immer. Sondern es kann auch einfach sein, dass man mit diesen Worten versucht, etwas zu unterstreichen. Dass man sagt, das ist etwas emotional Starkes gerade und man möchte es irgendwie betonen, dass die Situation. Boah, war das scheiße. Bla, was auch immer, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Naja, das ist auf jeden Fall dazu. Das hat mir sehr viel Einsicht in mein Redeverhalten gegeben. Aber man möchte ja eigentlich nicht fluchen die ganze Zeit, aber wenn man halt hier unter diesem Druck steht, dann muss man einfach. Fickte Scheiße. Nein. Ja, also das so zur Erklärung. Fand ich mal ganz interessant. Wenn ihr es genauer verstehen wollt oder besser Erklärung haben wollt, dann schaut euch doch direkt die Folge von Resource an. Die ist ganz frisch. Resource gibt es auf YouTube. Ist ein ganz großer wissenschaftlicher Kanal. Also so mit Psychologie und solche Sachen. Nicht nur das, sondern auch mit vielen anderen Sachen. Ist einfach ein mega geiler Kanal. Muss man sich angucken, wenn man denn eben Englisch versteht. Und an sowas interessiert ist, außer man ist eben nur an so profanen Sachen wie YOLO, Swag, Bitches, Yo, ich hau dir mein Teil ins Gesicht, Bitch. Also, ja, halt so ganz stumpfsinnige Sachen, ne? Wenn man darauf steht oder nur auf sowas steht, dann ist das natürlich nicht der richtige Kanal. Aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Oh mein Gott. Jawohl, ist richtig. Hau mich. Ah, nee, oh nee, oh nee. Jo, Swag, Digga. Ich dachte, ich hab einen Freistoß. Ah, oh, das ist einfach so geil. Man muss auch einiges einfach mal mit Humor nehmen. Nicht immer sich über das Spiel aufregen. Das mache ich ja eigentlich grundsätzlich. Das ist ja echt mein großes Problem. Ich reg mich einfach immer auf und dann ist es halt schlecht. Dann wird man immer schlechter. Aber das Witzige ist ja, ich führe ja noch mit meinem Team. Und da ist es eins einzukommen. Jetzt geht die Talfahrt nach oben. Jetzt geht's auf jeden Fall los. So eine verdammte Scheiße, ich hasse dieses Spiel. Ja, und so viel dazu. Anstoß, jetzt müssen wir noch irgendwie einen nachlegen. Es wird ziemlich schwer. Okay, da kommt vielleicht nicht die Flanke. Oh, hey! Mann! Da gehen die Emotionen mit mir durch. Ja, sehr schön. Na komm. Das ist, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit FIFA, wenn man. Wenn man nur noch sauer ist, dann gibt es nicht mehr den Passen- oder Schießen-Knopf, dann gibt es nur noch Grätsche. So müsst ihr euch das vorstellen, wisst ihr? Da gibt es nur noch die Grätsche. Das ist dann mit dem Fluchen das Gleiche. Also man kann dann nur noch fluchen oder eben halt grätschen. Man kann nur noch grätschen. Ja, dann kriegst du meine Grätsche, du Pisser! Ganz genau so. Ja.
Also mich können sie auch auswechseln. Ich könnte natürlich jetzt das gesamte Team steuern und dann das Tor noch machen, obwohl es wird schon sehr knapp. Würde eigentlich gerne. Ja komm, go. YOLO Swag, Jabo. Na, verdammte Stissel. Ja, ein 1-1, war. Mist. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch in der 90. Minute ein Ding rein, wie es so üblich ist. Oh ja, super. Ich bin voll entzückt. Na, nee, das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist prima. Ja, das ist vorbei. Das ist prima. Wir haben dann noch ein paar Versuche gestartet, aber es ging nicht. Ja, echt super schade. 1-1, dass wir hier zum Schluss in der 78. Minute noch ein Ding reinkriegen. Wir haben alles gegeben. Was habe ich da gemacht? Oh, meine Güte. Wenn man das sieht, ne? Wie oft wir da das... Wie wir da irgendwie 70 Mal das Aluminium getroffen haben. Ist ja auch echt verständlich, dass wir da irgendwie... am Ende doch nicht der Gewinner sind, ne? So, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Aktion? Keine Aktion. Hm. Oh Gott. Absolviert. Bing, bing, bing. Super. Aha. Aguero zu Barcelona. Ja, meinetwegen. Sollen sie doch. SV Sandhausen ist der nächste Gegner. Danach Union Berlin, FC Ingolstadt und Greuther Fürth. Und das sind dann halt die nächsten Spiele. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ein bisschen neues Verständnis. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und dass wir uns vielleicht in der nächsten Folge wiedersehen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.